Fallen Empires nicht einfach nur einen Stat haben, also eine Epic. Ja, was? Die sind materialistisch, also richtig materialistisch. Nun. Ich hab wenig Erlaubnis. Wer nicht? Sagst du, Bio? Immer zu wenig Erlaubnis. Also, ich hab grad ausreichend. Man kann nie, also mit meiner Spezies kann man nicht genug Erlaubnis haben. Ja, das stimmt schon. Außerdem, wer auch immer die Kult des Marauders hatte, gerade eben, wir sollen definitiv fast Nachbarn, weil jetzt sind sie bei mir. Westfalia, der Noob. Super. Ich will doch nur Freunde im Weltraum finden. Eben. In 100 Tagen mein erstes Colony-Ship. Bitte nicht Thomas. Ah, jetzt kommt schon. Ja. Ich hab all der Baran entdeckt. System Survey, ich hab die Kaya-Welt entdeckt! Woo! Oh, hier ist Prophet's Retreat. System ja, Survey, ist, dann musst du sie auf jeden so schnell kolonisieren, wie es geht. Situation Log. Ja. Nee, die heißt Aldebaran 3. Geil. Ja, das ist die von Axel Stoll, das wissen wir doch. Aldebaran nicht belegt. Du hast Aldebaran gefunden, da brauch ich erstmal ein Dester. Nichts gegen mein schönes Aldebaran 3. Zu früh. Das da. Vielleicht kannst du die nach der Technologie für die Reichsflugscheiben fragen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Der arme Axel Stoll. Ich vermisse ihn jetzt schon. Ich habe jetzt schon über 5000 Credits. Das ist viel zu viel, Mann. Was soll ich denn mit mir machen? Anomaly ja, ich found. Bin bei 400 und im Minus. Könntet ihr einfach mal nicht die ganze Zeit immer humble bracken, was ihr alles schon habt? Oh, ich hab schon über 5000 Quellen. Ich hab 400 und bin im Minus, ja, Alter, ich bin krass. Ich hab 59, danke. Ich hab grad 20 Battleships gefunden. Wir haben lass die mal die Flexerei hier sein, das geht ja gar niemals. Nicht. Niemals. Das ist für mich die Nahrung. Oh, ich bin gerade erst ins Weltall gekommen und schon muss ich alle mir unterwerfen. Wow. Hey, wer von uns beiden ist denn der Spoiler? Nee, warte, du bist es nicht, ne? Scheiße. Ja, egal. Nee, doch, du bist ja. Wer spoilt? Alter, Spoiler. Dollenberg ist ein Spoiler, oder? Ich bin da durcheinander gekommen gerade. Was? Warum bin ich ein Spoiler? Weil wer ist der Spoiler? Was? Ein paar hängen hinterher. Oh, nee, Dresden! Communication Reception. Oh nein. Moment. Nee, ihr seid alle. Ich bin Syndicalism, Fanatic Libertarian. Wir können Freunde sein. Ja. Ich möchte das schwarze Loch da oben haben. Ja, du für dir. Ich will das da. Thomas, wie immer, der perfekte Diplomat. Meinetwegen, dann drückst du das schwarze Loch und ich gehe dann links daneben. Die Mineralien. Oh, da sind die nächsten. Hier ist something that you perhaps didn't know. Wenn diese scheiß Orte mich jetzt ganz abgekappt haben von der Seite, flippe ich richtig aus. Also ich habe über mir einen Fallen Empire, rechts von mir einen Fallen Empire, unter mir einen Fallen Empire. Meine einzige Hoffnung ist, dass links nichts von mir ist, aber wahrscheinlich ist da ein Spieler. Ich hab ungefähr dasselbe, nur das links von mir ist halt gerade irgendwie eine 800-Stärke Alien-Flotte. Ja, das rechts von mir ist eine Totenkopf-Stärke Alien-Flotte. Vollkommen eingeboxt, also gut, dass ich toll spielen wollte. Ich hab bis jetzt noch nichts entdeckt, also ein Fallen Empire und das war's. Ich konnte jetzt gleich meine fünfte Kolonie. Ich hab diese Space-Tintenfische entdeckt, sonst nichts. Space-Tintenfische? Also Yankee. Oder wie die heißt. Automatic Exploration, yes. Auf Yankee? Dresden hat gerade gesagt, er möchte gerne Moskau besuchen. Nein. Aber warum hast du gesagt? Warum sollte man nach Moskau wollen? Ich habe dadurch irgendwie während meiner Kolonie verloren. Auch spannend. Hast du das Lied nicht gehört? Russland ist ein schönes Land. Hey. Ach, du bist auch eine Megacorp. Wir haben doch mehr als eine. Ah. Echt? Wer ist eine Megacorp? Wir haben eine Megachurch und eine Erik. Ja, Erik, bau mal bitte ganz viele Sachen bei mir. Also, Erik, mit dir habe ich viel lieber, allerdings da, weil Xenophil und nicht
fanatisch spirituell ist vielleicht. Ihr meint's. Ich bin nicht fanatisch spirituell. Welche Civics hast du denn so? Oder welche Ethics oder whatever? Ethics, genau. Ja, kann ich dir sagen. Also ich bin fanatisch competitive. Ich bin spirituell, ich bin autoritär und ich bin Militarist. Autoritär? Also ja. Ew. Autoritär. Ah. Ja, we must learn of our peaceful ways. Das ist ja... Ihr werdet euch noch umsehen. Wir werden es sehen, wenn ihr angekrochen kommt. Ich werde es wahrscheinlich sein, aber... Ja. Trotzdem. Updated. Ein Superkontinent. Was habe ich ja noch nie gesehen. Yep. Ach, bist du das, Dresden? Me. Yep. Anomaly. Ah, meine Geierwelt ist wenn da. Dann sind wir ja Nachbarn, toll. Oh nein. Wir sind doch Freunde, oder? Ich weiß nicht, welche. Was sind so deine Civics oder whatever? Aber ich bin doch die Nigger-Church. Oh nein. Aber ist hier so ein Handelspakt ist doch locker drin, oder? Ich hab schon einmal ernährt, ich finde das ich finde eine gewisse Exklusivität sollte man sich ja bewahren, sonst ist man halt nichts wert. Ach, das ist albern, das sagen nur Kommunisten sowas. Ich bin selber arbeitslos, jetzt soll sich mal nicht so aufregen. Fegen, die Baummenschen. Ja? Ego Wike, direkt neben Medak, gehört mir. Ego Wike? Ja. Ey, nein! Ach so, hier oben muss ich mir mit Thomas prügeln. Wo? Auch Eulram, weißt du, dann habe ich am Ende drei Planeten, das ist doch scheiße. Established communications. Ja, aber du wolltest. Brauche ich gerade schon. Ich bin aber schon gerade dabei, da eine Station zu bauen in Jirian. Nee, Ego Week ist mein. Ich weiß ja nicht, wie King of Tree Shepherds mit den Grenzen dort ist, aber wie wäre es denn, wenn er sich zwischen uns pflanzt, Thomas? Nee, das will ich nicht. Weil also nach Uferstaat. Nee, aber da hat mir schon meine Gaia-Welt geklaut. Da war ich sauer. Ich hab die entdeckt, hab ich gedacht, da baue ich schnell hin und dann weiß ich weg. Wer? Sommer Commune? Deine Gaia-Welt? Du bist... Du hättest erstmal durch meinen Planet durch müssen, ne? Research complete. Oder nicht? Du bist doch der längliche Teil nördlich von mir, oder nicht? Ja, aber ich hab dich nicht übersetzt. Das hat das heißt, da stand nur eine Raumstation, aber das war mir egal. Ich bin materialistisch, ich darf das. Oh, ich hoffe, ich werde nicht einfach die ganze complete. Zeit von Doldenberg geradet. Habe ich keinen Bock drauf. Mehr Research. Ja, toll, dann bin ich jetzt eingeschlossen. Viel mehr Research. Tree of Shepherds denken. Ja. Oh, dann nimm doch das Black Hole. Und dann war ich das gerade? Ja. Ja. Managore, wäre es okay, wenn ich das Black Hole nehme? Ich dachte, wir wollten das Black Hole freilassen. Ja, aber er ist eingeboxt. So, Drösen. Naja, gut, dann lassen wir ihm das. Das ist nett. Vielen Dank. Ich könnte euch dafür vergünstigt Food und Mineralien anbieten. Dort ist ein Dune-Planet. Food und Mineralien nicht unbedingt die Sachen, die ich brauche. Okay. Aber das wäre zum Angebot. Aber danke für das Angebot. Warum willst du da kannst du bei Decisions das machen? Ey! Westfalia, warum wollen deine Bevölkerung, warum wollen die Terroranschläge bei mir planen? Was? Vielleicht haben sie einfach ein bisschen Langeweile. Hä? Das ist Terrorismusgrund Nummer 1, Langeweile. sag nochmal bitte, ich weiß, was Spaß macht. Du hast dich bei mir beschwert, warum du keine. Wie halt. Das ist ein Random Event. Ja, aber er hat erst persönlich bei mir beschwert. Was habe ich gemacht? Gar nichts. Es gibt Events, dass so Terroristen aus einem Empire bei dir irgendwas machen. Okay, das tut mir leid. Ich habe das nicht autorisiert. Das klingt so, als ob es wie ein Terrorist, der sowas sagen würde. Ey! Aber kein autorisierter Terrorismus. Kein Staatsterrorismus. So, nur die langweilige. System Survey complete. Also es gibt höhere Prioritäten für uns. Du willst nur wieder die wirklich wichtigen Sachen mit irgendwelchen belanglosen, nicht wirksamen Resolutionen blockieren.
allen Nachbarn unserer lieben Barbaric die Spoilers, was ganz schön viele Leute sind übrigens, empfehlen, gegen die Sklaverei zu stimmen. Mein einziger Nachbar ist dieses schön, sind die schönen Vorwirk. Westfalia, willst du mit mir Migration machen? Du könntest natürlich nicht weiter laufen, um Sklaven zu holen. Also. Ich weiß nicht. Wer bist du denn? Ich bin die Demokraten. Ich stimme aus Prinzip dagegen. Die Freedom Republic. Ich auch. Wer bist du? Nochmal, sag nochmal. Freedom Republic im Norden. Ey. Ach, Freedom. Ich seh's. Stimmt mal dafür, dass wir das bannen. Aber wir sind gar nicht in irgendeiner Föderation oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, davon habe ich nichts. Freie Bewegung von Individuen ist doch trotzdem gut. Egal, ob du in der Föderation bist oder nicht. Naja, ich muss ja schon meine hübschen Waldplaneten so ein bisschen von Verschmutzung und anderem schützen. Und ich weiß ja nicht, wie deine Spezies so für Konsum und so steht. Ob ihr mich nicht alle meinen Wald abholzt und so. Nein, bin ich ehrlich. Du bist der kleine und nett. Bei den Barbaric die Spoilers. Zu Recht, das unterstreicht doch nur weiter meinen Punkt, wie ich für Handel in der Galaxie einstehe. Und zu freiem Handel gehört halt so wenig Regulation wie nötig. Ich meine, mit gutem Gewissen kann man ja einfach keine Sklaven verkaufen, aber was willst du mit so vielen Vorschriften? Warum? Lass uns lieber unsere Wirtschaft stärken. Das ist ja doch nur... Also du bist der Handel. Ich bin überfordert, ich weiß jetzt nicht. Ich verstehe nicht. Wenn du dagegen stimmst, gebe ich dir Alloys. Wahrscheinlich hat es mehr gepusht. Construction complete. Ja, wie kann man das denn noch mehr pushen? Was für Alloys? Ich meine, das haben wir bis jetzt noch nie für eine... Wie viel Alloys? Noch 500. Das hat bis jetzt immer irgendwer bekommen, der überhaupt keinen Stack. Okay, ich bin erstmal dagegen. Es zählen auch unter anderem so seltene Metalle zählen, also welche seltenen Rohstoffe du da reinbekommst. Also gibt es auf dem Wiki, gibt es da so eine Berechnung. Was mit, ich meine, da stand, also das ist, glaube ich, einfach nur, ist halt eine Chance. Ich bin jeden, der dafür stimmt, 5000 Mineralien. Ich stimme schon dafür. Ich gebe jedem, der dafür stimmt, 100 Alloys. Ich stimme dafür. Ich gebe schon 500, also. Wer von uns dein ist hier der Versklaver, wenn du so ein Mindest-Mini-Ding da anbietest? Davon kann doch kein Mensch leben. Wer will mir was bieten? Ich sag, die Alloys, die ihr von Maikeru bekommt, die wurden mit Sklavenarbeit hergestellt. Erstens habe ich gar keine Sklaven, zweitens biete ich keine Alloys, sondern das ist Wernie. Wenn du keine Sklaven hast, warum willst du denn dann Sklaverei unterstützen? Ich möchte einfach nicht den cool Markt regulieren. Turning Point Galaxy. Handel treiben können. Das ist schade. Die Ruken allein sind wieder richtig groß. Allianz, ich stelle fest, dass da ein böser Sklavenhändler zufällig zwischen uns drei eingeboxt ist. So mehr oder weniger. Ja, wollen wir da mal was machen? Materialisten dagegen? Nun, wir sind Materialisten. Wir handeln mit Material, nicht mit Menschen. Was ist das für eine Logik? Also für mich waren das einfach nur organische Formen. Das ist nicht, was Materialismus ist. Formen, die ich wegkriegen musste. Die haben nämlich die Unverschämtheit gehabt, auf einem Planeten zu sein, den ich entdeckt habe. Aber ekelhaft! Es darf keine Arbeitslosen geben. Wollen die Blob nicht unserer schönen freiheitlichen Föderation uns anschließen? Aktuell nicht. Oh. Nein, wollen wir auch nicht. Das ist keine Demokratie. Ich würde dagegen stimmen. Es ist ja ein Mensch. Es ist ja quasi ein Organismus. Der kann ja. Der Welt für sich. Also. Ja, aber irgendwie, ja, genau. Und dafür den Platz von vielen Milliarden Individuen einzunehmen. Und die Avarian Union ist gerade ein bisschen. Also irgendwie schon ein bisschen Platzverschwendung. Das Schade ist, dass die Egoisten unbedingt meinen mussten, die müssten einen Ego-Trip machen. Was hat das denn jetzt zu tun? Möchtest du nicht mal zur Abwechslung was Sinnvolles sagen? Das liegt mir nicht. Ja, offensichtlich. So, hey, ihr wollt doch researchtechnisch... Construction complete. Unterstützt doch das Astral Studies Network. Research complete. Was kriege ich dafür? 20% Research Output von deinen Research Stations. Ja, aber was kriege ich dafür, dass ich dafür stimme? Und nicht dagegen? Plus ein Planet Sensor Range.
Das überzeugt mich nicht. Ich stimme dagegen. Ich glaube, dass du verstanden hast, worauf ich hinaus wollte. Ich stimme. Ach, ich glaube, ich habe sehr gut verstanden, worauf ich hinaus wollte. Ich auch. Und das ist nichts Schönes. Ich stimme für Comfort the Fallen ab, würde ich sagen. Hast du nichts dagegen, oder? Beutelwälder-Dings? Macht dir nichts aus, oder? Es macht dir nichts aus, wenn ich dafür stimme für Comfort the Fallen. Es macht dir nichts aus, oder? Naja, ist schon doof. Das stimmt. Wieso? Aber man kann sich ja unterhalten, diese Dinge. Hey, wieso ist das schlimm? Wir können einfach verlassen und die Flotte aufbauen. Jetzt schlägt man Dirk im Garantieren. Hm. Ich könnte den Planeten mit den Spinnen, könnte ich eine Branch Office drauf machen. Das wäre schon irgendwie witzig. Aber nee. Ich brauche mehr Influence. Ja, handeln noch mit den Spinnen, das passt schon. Was das Schlimmste, was passieren kann. Wenn die Spinnen, sollen die meine Dinger in Ruhe lassen? Wenn die Spinnen Geld haben, sehe ich da kein Problem. Ich auch. Wo sind Spinnen? Also auf meinem Planeten. Oh, ich muss jetzt meine ganzen Planeten mal wieder. Wie heißen die Spinnen? Wo kann ich die sehen? Die heißen Arachnid. Und du kannst sie sehen, wenn sie deine Bevölkerung ermorden. Die wahren Spinnen sind die Freunde, die wir unterwegs gemacht haben. Werden die gar nicht angezeigt? Weil sie momentan noch nicht an der Macht sind. Gib ihnen 5 Minuten. Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre. Irgendwas mache ich falsch. Mach mal ruhig. Unidentified ich weiß auch nicht, ob es einfach möglich ist. Du bist gerade fanatisch kooperativ. Das wäre ein harter Sprung, glaube ich. Kooperativ sagt nichts über die Außenbestandteile aus. Ja, stimmt, ja. Ich habe Sex. Es ist im Übrigen 23 Uhr, wollte ich nochmal angemeldet haben. Ja, Science Ship under attack. Oh, nein. Wer greift mich denn da an? Spaceport under attack. Wer? Wo? Irgendwas greift mich an. Das ist aber kein Player. Nee. Was ist das? Irgendwie Military Power? Fleetcom? Starhold? Alien? Nein! Hey, was? Warum greifen die mich an? Okay. Was ist das schon wieder für eine... Okay, das ist... Ich traue dem nicht. Ich meine das nicht. Kurz Pause, ich muss was entscheiden. Dann wir machen sie immer wahrscheinlich, also Pause ist Ende. Okay. Ja. Hättet ihr mal jetzt die Materialisten gewählt, dann könntet ihr jetzt... So nicht Pause, ich bin gerade in der Schlacht. Gut, mach deine Schlacht fertig. Dann hätten wir jetzt so einen schönen Antifilzer-Block dazu. Aber ich verkacke voll Kanne. Junge, nein. Das wird immer ungünstig. Ja, das mag sein, ja. Warum kriegt man Notification, wenn man Android wird? Das ist das Unnötigste, was es gibt. Wuppertal, bevor er dreht ist. Wo zum Fick ist Wuppertal? Das ist so ein Tal in der Wupper. Alter, die haben mir gerade meine beiden halben Flotten komplett, also zur Hälfte jeweils, kaputt gehauen. Sollte ich regelrecht unhöflich. Was war das? Kann ich das irgendwie sehen, was das war? Wir wissen ja nicht, worum es geht. Also irgendwas ist aus Sovok Commune nach Ego Wike zu mir reingeflogen. Ach, da waren irgendwelche Viecher, irgendwelche. Ja, und du sagst nix? Mir ist es egal. Ich hatte da auch fast einen Scientist gegen drin verloren. Ich hab einen verloren. Ja, warum machst du auch sowas? Nee, was habe ich verloren? Irgendwas habe ich verloren, ich weiß gar nicht. Research complete.